Wir fangen dieses Video einfach genau gleich an, wie die Apple Keynote auch. Und zwar ohne groß rumzureden, geht's gleich ab. Und zwar mit iOS 14. Es gibt jetzt ein paar Möglichkeiten, worauf wir wirklich alle gewartet haben, nämlich Widgets. Dadurch ist das Benutzererlebnis auf dem iPhone nun deutlich, deutlich freundlicher geworden. Wir können jetzt mittlerweile die Apps und die Icons komplett frei bewegen. Auch in der Größe können wir das anordnen. Das Ganze funktioniert jetzt mit den Fotoalben, mit der Musikwiedergabe, genauso wie mit dem Akkustatus, mit Games und so weiter. Man kann das alles komplett frei anordnen, so wie man es möchte. Aber dass es jetzt auf iOS 14 und dem iPhone funktioniert, freut mich extrem. Den Homescreen kann man jetzt dadurch natürlich deutlich personalisierter gestalten und man gelangt dort einfacher an die Apps. Unter anderem gibt es jetzt eine sogenannte App Library. Das ist einfach eine Anordnung der Apps, die wir am meisten nutzen. Und das ist einfach nur einfach eine deutlich schnellere Herangehensweise. Und vor allem ist es auch ein bisschen intuitiver. Das heißt, ich muss das nicht mal selber einstellen, sondern iOS 14 ist mittlerweile so schlau, dass mir einfach die Apps, die ich am häufigsten nutze, sofort in diese App Library angezeigt werden unter Recently Added. Und natürlich habe ich da die Möglichkeiten, alle meine Apps ein bisschen besser oder ein bisschen übersichtlicher für mich persönlich auf jeden Fall zu gestalten. Und das gefällt mir deshalb, weil ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich alles in der ersten Seite normal gehandhabt habe und in der zweiten Seite in meinem App-Drawer eigentlich im Prinzip alles in Ordner versteckt habe. Das muss man jetzt nicht mehr, sodass alle Apps einfach ein bisschen einfacher zu erreichen sind. Also erstmal cool. Bei iOS 14 sind die Widgets neu designt, aber es gibt auch unterschiedliche Größen. Die kann man jetzt auch zwischen die Apps schieben und verändern. Auch zum Beispiel jetzt aus der Podcast-App kann ich sofort ein Widget erstellen für irgendeine Funktion, die ich gerade möchte. Außerdem gibt es noch Smart Stack. Damit kann man einfach zwischen verschiedenen Widgets swipen, um so schneller das zu bekommen, was man gerade möchte. Genauso wie aus der eigens dafür erstellten Widget Gallery. Die sorgt übrigens auch dafür, dass ich zum Beispiel morgens diese Widgets angezeigt bekomme, die ich morgens haben möchte, zum Beispiel Nachrichten aus dem Vortag, und abends beispielsweise werden mir automatisch in der Widget Gallery meine Aktivität beispielsweise angezeigt. Das heißt also auch wiederum intuitiv, und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut gelöst. Außerdem gibt es jetzt endlich einen Picture-in-Picture-Mode. Das bedeutet, in der Apple TV-App beispielsweise, wenn ich eine Serie oder einen Film gerade schaue und vielleicht währenddessen eine Nachricht via iMessage oder irgendwas anderes bekomme, kann ich das Video weiterlaufen lassen in einem kleinen Fenster. Man kennt es vielleicht vom iPad auf Netflix oder YouTube, und das funktioniert jetzt endlich in der Apple TV auch, sodass wir einfach einen Picture-in-Picture-Modus bekommen. Das ist schon auch eine Art Multitasking, würde ich mal sagen. Ich kann jetzt ein Video oder auch eine Audiodatei laufen lassen im Hintergrund, während ich eine andere Sache tue. Und das gefällt mir schon, vor allem, wenn ich jetzt währenddessen vielleicht auf YouTube oder auf Apple TV was hören oder schauen möchte und währenddessen irgendwas anderes eintippe, kommt mir das auf dem iPhone sehr, sehr entgegen. Siri ist zwar etwas fortschrittlich, naja, Apple meint zumindest das, aber wir alle kennen diesen sehr, sehr langweiligen Screen, wenn Siri aktiviert wird. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Siri soll jetzt nun fortschrittlicher sein und mittlerweile auch automatisch oder vor allem schneller auf die jeweiligen Tasks reagieren und die Aufgaben einfach direkt lösen, ohne dieses Feedback geben zu müssen. Mittlerweile kann es jetzt auch Sprachnachrichten schicken, komplexere Fragen übrigens auch beantworten. Darauf bin ich echt mal gespannt. Außerdem noch Sprache in Text umwandeln, um auch endlich mal Konversationen übrigens auch in verschiedenen Sprachen dann auch durchzuführen. Dazu gibt es nun eine eigenständige App, die heißt Translate. Das Ganze funktioniert übrigens auch offline, sodass wir keine Internetverbindung brauchen. Das finde ich auch schon mal cool. Das heißt also, nativ auf dem iPhone können jetzt Sprachen vor allem sehr intuitiv und sehr übersichtlich sofort übersetzt werden. Ich weiß, im Moment ist gerade nicht viel mit Reisen, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, sobald Corona irgendwann mal vorbei ist, kommt dieses Feature auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bequem an. Auch iMessage wurde übrigens etwas cleaner gestaltet und bekommt jetzt auch neue Funktionen. Nun kann man die Chats, die man möchte, anpinnen, sodass die ganz oben zu finden sind. Vielleicht kennt ihr es ja, für irgendwelche Zwei-Faktor-Authentifizierungen bei der Online-Banking oder anderen Geschichten bekommt man sehr viele SMS, die dann immer nach oben rutschen. Von daher finde ich dieses Feature super, super gut.
Und vielleicht kennt ihr es sogar, wenn man in Gruppen schreibt. Mich selber nervt es ja, bei WhatsApp-Gruppen beispielsweise bin ich schon sehr, sehr selten drin, weil einfach sehr viele Nachrichten drin sind. Nun kann man direkt antworten oder man kann sogar die Person in dieser Gruppenkonversation direkt erwähnen. Was ich ganz toll finde, man kann das so einstellen, dass man selber auf dem iPhone nur eine Benachrichtigung bekommt, wenn man in dieser Gruppenchat selber irgendwie erwähnt wird. Von daher finde ich es eigentlich ganz klasse, sodass das iPhone nicht ständig irgendwie klingelt, vor allem wenn es unnötig ist. Als nächstes ging es um die Maps-App, also die Karten-App, und da haben sie auf jeden Fall ein paar neue Features. Vor allem gibt es jetzt mittlerweile in UK, in Irland und in Kanada. Außerdem bekommen wir jetzt, ähnlich wie bei Google Maps übrigens, deutlich mehr Informationen zu bestimmten Restaurants oder anderen Dingen. Das wirkt jetzt wie eine Art Touristikführer und man hat eine ganze Menge an Hintergrundinformationen zu öffentlichen Orten oder Verkehrsmitteln. Insbesondere öffentliche Orte und auch umweltfreundliche Wege stehen im Vordergrund. Das heißt jetzt auch zum Beispiel Radwege wurden nun deutlich in den Vordergrund gerückt. Außerdem kann man einstellen, dass man eine Route beispielsweise nur barrierefrei erreichen möchte. Das ist einzigartig und das finde ich schon recht klasse. Vor allem, weil es doch schon sehr häufig der Fall ist, dass irgendwelche Treppen im Weg sein könnten. Das kann man selber einstellen in der Karten-App und das ist einzigartig. Die Intention dahinter ist tatsächlich so, dass Apple von sich behauptet, dass sie ein bisschen mehr für den Planeten machen und dadurch auch ein bisschen den Verkehr in großen Städten auch entlasten möchten. Und man kann übrigens auch einstellen, wenn man ein Elektrofahrzeug hat, also alle Tesla-Besitzer oder andere können auf ihre Route so einstellen, dass sie mit einem Elektrofahrzeug diese Route fahren können, damit sie beispielsweise genügend Elektrozapfsäulen, heißt das so? Ja, damit sie genügend Elektrozapfsäulen auf der Route finden. Als nächstes ging es weiter mit CarPlay. Laut Apple sind mittlerweile 80% aller Neufahrzeuge auf der ganzen Welt mit Apple CarPlay ausgestattet. Außerdem, was vorher schon geleakt wurde, gibt es jetzt eine Funktion namens Car Key. Das ist ein digitaler Autoschlüssel, der mit dem neuesten BMW dann mittlerweile ausgeliefert wird, dass wir mit dem iPhone das Auto entriegeln und starten können. Falls man das iPhone irgendwie mal verlieren sollte, dann kann man über iCloud natürlich den Car Key sofort entkoppeln und das Auto soll dann nicht mehr gestartet werden können. Da bin ich echt mal gespannt, vor allem darauf, wie das auf dem deutschen Markt ankommen wird. Übrigens gibt es dieses Feature nicht nur bei iOS 14, sondern auch schon mit dem nächsten Update mit iOS 13. Ich werde übrigens mal nachlesen müssen, welche Fahrzeughersteller dieses Feature in ihren Autos bereits integrieren werden. Neben BMW bin ich da echt mal gespannt. So wie es aussieht, wird auch der App Store etwas verändert. Und vielleicht kennen das manche von euch da draußen. Beispielsweise, wenn der iPhone-Speicher zu voll ist, dann kommt man schon sehr leicht auf die Idee, dass man Apps, die man lange nicht genutzt hat, sofort löscht. Und dieses Problem kommt dann einfach häufiger, gerade dann, wenn man diese App benötigt, hat man sie vielleicht nicht mehr drauf und hat auch vielleicht nicht genügend Speicherplatz. Oder man hat einfach das Problem, dass man sich die App nicht runterladen möchte, weil man sich irgendwo wieder anmelden muss und irgendwo die Kreditkarteninformationen hinterlegen muss und so weiter. Und genau das wird nun gelöst. Man muss weder die App installieren und den Homescreen dadurch füllen, noch muss man seine Kreditkarteninformationen hinterlegen. Man kann das alles über das iPhone und über Apple Pay beispielsweise machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in naher Zukunft dadurch vielleicht sehr schnell Essen bestellen kann oder wenn man irgendwo unterwegs ist, vielleicht kann man ein Auto mieten oder auch einen Parkplatz dadurch bezahlen und da bin ich echt mal gespannt. Design for iPad wird nunmehr mit Multitouch-Möglichkeiten erweitert. Die Designsprache wurde bei dem iPad OS deutlich verbessert und weiterentwickelt und in der Fotos-Apps sieht das schon deutlich organisierter aus als zuvor. Eine Seitenleiste fügt der App mehr Möglichkeiten und Übersicht hinzu. Man kann die Fotos nun einfacher organisieren. Diese Seitenleiste kann man jetzt übrigens in weiteren nativen Apple-Apps wiederfinden. Das heißt also, wir sehen sie in Pages oder auch im Finder. Das kann man jetzt nun auch in der Musik-App nutzen und auf einmal bekomme ich die Lyrics und viele weitere Informationen zu Songwritern und so weiter angezeigt. Und das gab es bisher noch nicht. Ich besonders freue mich ja deutlich auf diese Dateiansicht, sodass ich das auch meinen Wünschen dann irgendwie verändern kann. Dadurch kann ich auf jeden Fall produktiver arbeiten. Siri wird nun übrigens auf dem iPad schlichter und auch in Anrufen gibt es jetzt nicht mehr diese nervige Fullscreen-Ansicht, sodass wir dann auch im Prinzip einen Anruf mit einem Swipe einfach nur wegdrücken können und weiterarbeiten können. Ein schlichteres Pop-up erleichtert nun die Navigation. Auch die Suche wurde nun kompakter gestaltet und funktioniert über die gesamte Oberfläche. Außerdem wurde es natürlich komplett überarbeitet, sodass man nur einen Begriff eingeben muss und schon landet man in der nötigen App.
Ich persönlich finde ja den Apple Pencil tatsächlich den allerbesten auf dem Markt. Weder irgendwelche Surface oder andere Stifte kommen daran und der bekam jetzt auch ein Update. Über die gesamte Plattform hinweg bekommt der Stift nun eine Handschrifterkennung. Das heißt, ich muss weder eine kostenpflichtige App dafür runterladen, noch bin ich irgendwie eingeschränkt. Ich kann sie sogar in der Suchleiste oben, wo die URL drin steht, einfach mit dem Stift etwas eingeben und meine Handschrift wird erkannt. Neben meiner Handschrift kann ich sogar irgendwelche Formen einzeichnen und die sogar, während ich es zeichne, erkennen lassen. Außerdem werden gleichzeitig mehrere Sprachen unterstützt, sodass das Arbeiten auf einem iPad mit Sicherheit auf einem neuen Level sein wird. Ich bin ja der Meinung, dass die AirPods übrigens das beste Produkt von Apple sind seit dem iPhone selber. Die sind so super intuitiv und so weiter und bekommen jetzt übrigens auch ein Update. Nun können die AirPods automatisch zwischen Geräten wechseln. Das erkennt man von allein, wenn man jetzt beispielsweise das iPhone ablegt und vielleicht am MacBook weiterarbeiten möchte oder das iPad anhebt und verbindet nun automatisch. Oder man ist jetzt vielleicht gerade am iPad am etwas schauen und bekommt einen Anruf auf dem iPhone und verbinden sich automatisch. Das soll super intuitiv funktionieren. Da bin ich echt gespannt, ob das in Wahrheit tatsächlich auch so ist. Und die AirPods Pro bekommen ein neues Feature. Das nennt sich Spatial Audio. Durch fortschrittliche Soundtechnik bekommt man nun ein total neues, immersives Surround-Erlebnis. Sogar wenn man den Kopf neigt und bewegt, soll das Ganze funktionieren. Und das nicht nur mit 5.1 und 7.1, sondern wird dadurch auch Dolby Atmos unterstützt. Nachdem letztes Jahr die Apple Watch 5 bei den meisten Kunden gut angekommen ist, bekommt sie jetzt auch ein Update auf watchOS 7. Wir können jetzt die Watch Faces übrigens auch teilen, egal ob über Social Media oder mit anderen Webseiten. Und man kann sie auch überall anders dann mittlerweile runterladen. Da bin ich echt gespannt, wie eure Kreativität sein wird. Ich habe selber gerade keine, aber ich werde mir demnächst eine besorgen. Und da schauen wir mal, wie das wird. Ansonsten bekam auch die Health App oder die Fitness App im Prinzip ein großes Update. Gerade in der jüngsten Vergangenheit, also durch Corona, hat sich natürlich gezeigt, dass eine extrem hohe Anzahl an Menschen zu Hause sportlich aktiv sind. Und da hat man jetzt das Programm mit Tanzen erweitert, sodass auch Tanzen eine Art Sport in der Fitness-App sein wird. Und wir haben auch eine Integration mit der Health-App, die dann auch das Schlafen nun tracken kann oder zumindest erleichtert hat. Studien haben nämlich gezeigt, dass die meisten Menschen zwar morgens gut aus dem Bett kommen, weil der Wecker klingelt, aber die meisten haben Schwierigkeiten beim Einschlafen. Und Wind Down heißt die neue Funktion. Das soll dabei helfen, im Prinzip etwas müder zu werden, dann wenn man es möchte und einfach ein bisschen einfacher einschlafen kann. Diese Funktion ist übrigens auch auf iOS 14 auf dem iPhone in der Health App nutzbar, auch wenn man keine Apple Watch besitzt. Außerdem wird nun auch das Händewaschen etwas mehr erkannt und da werden euch ein paar Animationen und Geräusche angezeigt und auch ein Timer läuft herab, sodass man sich die Hände auch wenigstens lang genug wäscht. Spannender wurde es aber schon mit dem Thema Apple Home. Vor allem die Kommunikation mehrerer Geräte untereinander soll nun verbessert werden. Home-Kameras werden nun unterstützt in der Fotos-App. Das heißt, wenn ich in der Fotos-App eingestellt habe, dass die Person X beispielsweise Thomas heißt, dann erkennt die Kamera sofort über Face Recognition, dass das der Thomas ist. Wenn ich aktuell gerade am Fernseher über Apple TV etwas schaue, dann sendet mir Apple Home sofort auf den Fernseher das Live-Bild der Kamera und das nenne ich endlich mal richtiges Smart Home. Was übrigens auch noch vorher geleakt wurde und was jetzt endlich bekannt gegeben wurde, ist die Transition von Intel-Chips zu ARM-Chips. Das bedeutet, dass Apple jetzt nun ihre MacBooks mittlerweile mit den eigenen Prozessoren ausstattet. Dieses Thema bin ich der Meinung, dass es ein eigenes Video wert ist. Da werde ich auf jeden Fall in Zukunft ein Video darüber machen, warum genau dieser Move extrem wichtig ist und was das jetzt nun für zukünftige Macs und Apple-Produkte einfach nur bedeutet. macOS bekommt übrigens auch eine neue Version namens Big Sur. Die Hauptunterschiede sind unter anderem im Design. Kontrollleisten und Knöpfe sind nun alle etwas flacher. Über die gesamte Oberfläche herrscht nun etwas, das ungefähr so zu beschreiben ist mit Transzulenz. Das bedeutet, dass im Prinzip die Kontrollknöpfe immer sichtbar sind, dann wenn ich sie brauche. Ansonsten werden sie im Prinzip in den Hintergrund rücken, weil wir vor allem die Farbe des Hintergrunds annehmen. Das sieht nun etwas mehr wie beim iPad aus und hat nun jetzt über die gesamte Produktpalette eine sehr, sehr ähnlich aussehende Designsprache.
Auch das ein oder andere App-Icon wurde verändert, genauso wie die Übergänge und andere Bewegungen. iMacs und MacBooks bekommen nun einen eigenen Control Center wie beim iPhone, und wenn man jetzt viele Einstellungen deutlich einfacher erreichen möchte, hat man jetzt auch die Möglichkeit, über Widgets wie bei iOS 14 das verfügbar zu machen. Dann gab es natürlich eine ganze Menge Infos, wie sich jetzt Safari weiterentwickelt hat, aber wie gesagt, ein paar weitere Infos zu macOS und so weiter wird es in den kommenden Tagen und Wochen auf jeden Fall auf dem Kanal geben. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht allzu lange, aber es waren einfach eine ganze Menge Informationen. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Bis dahin. See ya.